What's up? What's up? What's up? Ja, die Power von Syrah. Tag zusammen, hier ist wieder Ben. Willkommen bei einer weiteren Runde hier auf meinem Kanal. Und heute wollen wir Syrah in den Jungle führen. Und zwar ist das ein richtig nicer Champion. Viele denken, das ist mega Troll-Pick oder sowas. Nee, ist es eben nicht. Syrah Jungle ist richtig, richtig stark. Verliert so gut wie gar kein AP, wenn sie Jungle Camps macht. Und das will ich euch heute hier unter Beweis stellen, indem wir dann hier ein richtig schönes Gameplay hoffentlich machen. Ich werde mit dem Blue Buff anfangen, ganz einfach, weil hier meine Botlane anfängt. Normalerweise ist das ziemlich geil, beim Red Buff anzufangen, wenn man auf der anderen Seite spielt, also auf der roten Seite, weil dann kommt man gleich mit dem Talisman hier auch zum Raptor Camp. Und das Raptor Camp ist für Syrah überhaupt kein Problem, weil sie sich halt so viel heilt davon. Und der Red Buff am Anfang ist auch echt nice, weil man einfach noch einen schönen Dodge-Schaden bekommt, der ihm auch halt beim Jungle hilft. So, wir haben aber im gegnerischen Jungle heute Fiddlesticks und in der Toplane ist es Rengar, ein Toplane-Rengar, gegen Malphite und... Ja. Meine Botlane fightet gerade. Tahm Kench und Ezreal gegen Rakan und Lucian. Und Midlane ist es Swain gegen deren Zed. Ja, bin gespannt, was das wird hier. Und jetzt zeige ich euch, was an Jungle Syrah so gut ist. Sie hat halt ihre netten kleinen Pflänzchen. Und es ist eigentlich nett, dass der das tankt, aber müsste er eigentlich gar nicht. Ich kann nämlich auch ganz gut kiten. Und habe so dann noch schon meinen ersten fetten Buff. So, jetzt warte ich einmal kurz, bis ich mein Passiv und mein Q wieder aufladen. Und jetzt habe ich wieder drei Pflanzen, die einfach hier auf das Jungle Camp einprasseln. Und wichtig ist halt, dass ihr immer in Kombination mit eurer W arbeitet, dass ihr immer Pflanzen spawnt oder halt auch mit eurer Passiv, sprich, dass ihr immer Samen pflanzt, damit ihr halt richtig, richtig netten Sustain habt im Jungle oder dass ihr halt kaum Schaden abbekommt. Wenn du heute streamst, wäre ich heute dabei. Drano, herzlich willkommen beim Stream heute. Heute ab 19 Uhr geht's los, falls... jemand diese Folge heute sehen sollte. Heute ist auch noch ein Livestream am Start. Und den werden wir dann hier hoffentlich mit sehr viel Spaß mit dem Abend befüllen können. Ich werde jetzt hier noch schnell das Camp machen. Und dann gehe ich auch zum Red Buff. Und dann habe ich eigentlich einen recht nicen Cleanup schon bisher gemacht. 4 Camps, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Ich habe immer noch meine beiden Flask-Stacks, was sehr, sehr gut ist. So, jetzt will ich hier, dass wieder eine Pflanze entsteht. Dass sie zumindest noch ein bisschen Schaden raufhauen kann. Und dann habe ich das jetzt auch. Okay. Ich werde mich jetzt um den Rift Scuttler kümmern, um einfach ein bisschen Geld noch zu bekommen. Ich hoffe nicht, dass der Fiddle das gemacht hat. Oh, was haben wir denn hier? Eine Pink Ward. Ach ja, ist ein Fiddlesticks, ne? Ist ja das Übliche. Ah, ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich, weil die Gegner eigentlich wissen, wo meine Position gerade ist. Aber ich glaube nicht, dass jetzt der Fiddlesticks da um die Ecke gebogen kommt. Dementsprechend passt das. Ah, er springt nicht rauf. Ja! Ja, so kriegen wir zumindest ein bisschen Schaden einfach bei ihm untergebracht, dass er halt HP verliert. Und so kriegt er, kann er nicht mehr so aggressiv in der Lane spielen. Und das ist eigentlich sehr, sehr nice. Ja, da kannst du ihn ein bisschen noch präparieren, da ein bisschen bearbeiten. Um Fiddlesticks muss ich mir jetzt eigentlich gerade keine Sorgen machen. Um was ich mir aber Sorgen machen muss, ist meine feedenden Lanes hier, die alle im 1 gegen 1 leider verlieren. Was das nicht einfacher macht, das Gameplay. Ne? Und ich will mich trotzdem hier noch weiter durch den Jungle kämpfen. Denn ich bin noch recht solide, was meine Stats angeht. Also meine HP und Mana Stats. Und ich probiere jetzt nochmal, ob ich hier oben mich reinschleichen kann. Ich weiß, dass da die Ward ist. Das heißt, ich kann hier einmal reingehen.
Und dann passt das vielleicht auch. Ich warte jetzt einfach mal. Easy! Easy game, easy life. Okay. So sollte das doch aussehen. Haben wir schön den Root gelandet. Und jetzt kann auch mein Toplaner recallen. Ich habe nochmal frisches Gold dazu bekommen. Und jetzt hat der Toplaner eigentlich einen recht soliden Standpunkt. Ich werde mein Jungle-Item zuerst ausbauen wollen. Sprich, ich gehe einfach hier mit den Items schon mal nach vorne. Das, was ich kaufen kann, nehme ich mit. Denn das Jungle-Item ist schon echt sweet. Dadurch, dass es jetzt auch 80 Ability-Power gibt, ist das echt nicht wenig. Und ist halt mit AP-Junglern, wie zum Beispiel Zyra, auch ein kleiner Secret-Pocket-Pick ist, echt gut. Ja, Fiddlesticks hat geflasht. Ja, ich kann hier eigentlich ganz gut Schaden rauskloppen. Und zumindest hier ja, das soll es positiv sein, lieber Schatten-Ninja. Ich kann dich auch ganz gut bearbeiten, wenn du mir auf den Sack gehst. Ich werde mich zu meinem Blue Buff begeben langsam, um einfach den gleich mitzunehmen, weil dann bin ich Level 6 und dann kann Redi die Party losgehen, dann habe ich einen guten Disengage. Ich werde auch, glaube ich, relativ früh ein Hourglass bauen müssen, um einfach Zed zu countern. Denn das Problem ist, Zyra ist halt squishy as hell und wird von Assassins aus dem Leben geschleudert und die Gegner haben halt zwei, drei eigentlich so gesehen, wenn man Fiddle auch noch dazu zählt mit seinem Spielstil. Und wichtig ist halt, dass wir das dann kontern. So, Level 6. Und ich glaube nicht, dass der Rift Scaler hier... Der steht noch? Gottes Willen, ja, dann nehme ich den natürlich mit. Ich meine, so viel Geld kann man gar nicht haben, dass man den hier einfach außen vor lässt. Ich glaube sogar, dass ich den Drachen machen werde. Ah, hier. Einmal kurz eine kleine Ward hinsetzen, ne? Die Pflanzen funktionieren da halt wunderbar. Und mein Swain wird in der Mitte. So weggeschnetzelt. Und ich muss die ganze Zeit den Farm mitnehmen. Ich kann hier gerade gar nichts großartig machen, weil mein Midlaner halt total squishy ist und hier die ganze Zeit am draufgehen ist und seine Wave in der Mitte durchpusht. Aber auch wenn er einen soliden Farm hat, er hat gleich viel Farm wie Zed. Ich muss hier... Oh, guck mal, wie freundlich ich bin. Oh, bin ich freundlich. Dass ich ihm sogar noch drei Minions übergelassen habe. Eigentlich wollte ich den Drachen machen. Denn mit Zyra geht das auch wunderbar. Ich werde gleich erstmal mein Jungle-Item ausbauen. Und dann noch Boots dazu kaufen. Und dann bin ich eigentlich auch recht schnell unterwegs. Über die Map. Und dann passt das. Ja, erstmal Jungle-Item und Boots kaufen. Dafür habe ich jetzt genug Geld. Und dann werde ich mir ein Gank-Zieh suchen. Ich hoffe, dass der in der Mitte nicht wieder drauf geht. Ne, das wäre richtig angenehm. Der wird aber gecampt wahrscheinlich, weil Zed ist jetzt das Starke beim Gegner. Und Fiddlesticks wird den in der Mitte wahrscheinlich campen. Ich könnte einen Counter-Gank wagen. Aber ich weiß nicht, ob ich über eine Losing Lane spielen sollte. Ich meine, in der Botlane Ezreal ist jetzt auch Scaling. Und braucht auch noch gewisse Gegenstände, bis er effektiv wird. Wissen die, dass ich hier stehe? Oh Gott! Ja, die Power von Zyra, wenn ich einmal dazu komme, meine Combo rauszuschleudern,
Ne, dann ist aber auch Rambazamba im Karton. Und das haben wir, glaube ich, jetzt gerade ganz gut gesehen, dass wir einfach mal einen schönen Double Kill mitgenommen haben, den ich gerne in Anspruch nehme. Vor allem gab das einen Red-Buff, das heißt, ich regeneriere noch schön außerhalb des Kampfes wieder HP und kann jetzt hier noch ein paar Camps mitnehmen, so lange, bis mein Ulti wieder da ist. Und ja, darum geht es einfach, dass wir den Disengage suchen, dass die Gegner ihre Fähigkeiten rausschleudern und wir dann danach antworten können. So, ich nehme jetzt erstmal den mit. Das geht nämlich jetzt einmal vor. So. Und dann kann ich hier eine Ward hinsetzen. Das ist ganz geil mit den Pflanzen, dass ihr halt da mit sehr viel Sicherheit spielen könnt, weil ihr die einfach aussenden könnt, um einen gewissen Bereich abzudecken. Ja, das war sehr schön, Tam. Oh, herrlich, ey. So, ich setze mal hier meine kleinen Wächter hin. Ja, Zed, kannst knicken. Kannst knicken, Zed. Ja, der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht, der Gute. Ich habe hier meine kleinen Wächter. Die beschützen mich. Es könnte natürlich sein, dass er jetzt hier in meinen Jungle eintritt und versucht, mich hier zu killen. Der kleine Stinker. Da versucht er das. So. Ja, mit Zyra kann man auch außerhalb einfach des Jungles farmen. So doof bin ich nun auch nicht, dass ich nicht wüsste, wo ihr euch gerade rumbewegt. So. Und ich bin unstoppable. Also wenn ihr mir hier auf den Sack gehen wollt, ne, dann nehme ich euch auseinander. Falls ihr denkt, dass ich irgendwie keinen Hirn hätte oder sowas. Ich weiß, dass ich manchmal geboostet bin, ne. Aber in dem Fall spiele ich das einfach schlau runter und kann mir jetzt noch ein schönes Item gönnen. Brauche noch für Rileys Crystal Scepter wäre jetzt... Ach nee, brauche ich doch nichts. Ich dachte 2,7 brauche ich, aber ich brauche nur 2,6. Das heißt, ich kann mir jetzt frisch ein komplettes Item leisten. Bin am überlegen, ob ich das jetzt gehe oder ob ich komplett... Ja doch, Rileys Crystal Scepter ist schon echt sweet am Anfang zu haben. Ich werde auch noch eine Pink Ward mitnehmen. Pink Ward, ganz einfach, weil dann der in der Mitte vielleicht ein bisschen seltener stirbt. Das wäre natürlich auch nice. Und ja, wie ihr seht, kommen wir ganz gut zurecht mit Zyra Jungle. Unser Midlaner auf der anderen Seite, Swain. Hier sehen wir ihn in einem seltenen Versuch zu überleben. Und plopp, da zerklatscht er einfach. Gut, er spielt auch die ganze Zeit gefühlt 2 gegen 1. Oh, lieber schnell ab. Ja, ich weiß, dass da Fiddle rumeiert. Und ich will nicht, dass der Fiddle mir da auf den Sack geht. Ich weiß nicht, inwieweit der Fiddle echt eine freche Einstellung hat und mich hier versucht, in meinem Jungle zu outplayen, indem er halt mir eine Falle stellt. Deswegen gehe ich hier ganz gemächlich lang. Ja, ich habe Zeit. Das passt. Ich kann das hier alles ganz in Ruhe bewerkstelligen. Und meine kleinen Pflänzchen bieten mir auch Schutz, indem sie halt als Ward dienen. Und das Schöne ist, ich kann jetzt auch hier ganz gemütlich fahren. Wahrscheinlich macht der Rift Scuttler gerade. Oder den Herald. Eines der beiden Sachen macht er sicherlich. So, meine Pflanzen können da den Rest machen. Und jetzt muss ich 800 Goldstücke zusammenkriegen, damit ich meine Boots verbessern kann. Ich möchte... Nee, ich möchte nicht counter. Ich möchte Schaden machen. Und Magic. So, RIP! Ne, das war der Burst-Schaden, den wir halt machen können. Wenn wir einmal die Schnauze voll haben. Ne, das ist, er hat uns nicht gesehen. Und dann hat er sämtliche Spells einfach ins Gesicht bekommen. So, und noch 550 Goldstücke für mich als ersten Tower-Vernichter. Oh, wir sind sowas von nice gefüttert, Kinders. I like it really hard.
Und ich glaube, mein Team freut sich auch darüber, dass die hier so einen starken Zyra als Jungler haben, einen starken Zyra-Spieler. Eben im Champ Select war das auch so, dass sie sich erstmal gefragt haben, hä, ist das Jungle Zyra? Was bist du denn für ein Troll? So nach dem Motto. Zyra Jungle ist kein Troll. Ich meine, Zyra wurde gerade in dem Patch auch verbessert, indem einfach ihre Snare-Werte Talk about luck. Talk about freaking luck. Von dem Rakan. Okay. Gut, lass ihn erinnern, dass wir da leider einen verloren haben. Aber ich recall jetzt erstmal. Auch wenn der Drache noch da ist, der... Sag mal, Zed, willst du mir irgendwie was sagen? Dass du mir im Jungle auflauerst und mein Ulti, dein Ulti in mich reinschleudern möchtest. Oder auf mich anwenden willst. Das kann ich countern, indem ich jetzt Double Penetration gehe. Doppelte Penetration. Ich lasse das auch bei dem Oblivion Orb erstmal. Morello brauche ich erst später. Aber jetzt einfach dieses Double Magic Penetration zu haben. Ich meine, guckt euch Zed an. 43 Magieresistenz. Minus 33. Dann ist nur noch 10 da. Der Typ kann halt einpacken danach, ne? Der kriegt halt so viel ins Gesicht dann an Schaden, dass das halt richtig, richtig übler Damage ist. Und warum macht der Fiddle hier ein Killing-Spray? Das kann doch nicht angehen. Ich werde jetzt hier... Er soll das kaputt machen. Ich möchte nicht explizit gesehen werden hier auf der Map. Amf hat kein Ulti, schade. Oh, Rakan, das war aber sehr, sehr gut gemeint von dir gerade. Das war aber gerade sehr, sehr gut gemeint von dir. Und ich bin götterlike. Ich bin wie ein Gott. Wie ein Gott spiele ich Zyra gerade. Das wollten die mir sagen. Und er probiert es immer noch, ey. Der Typ ist so getildet. Ja, da wusste ich, dass er da ist. Ich musste einmal kurz checken, ob da vielleicht nicht vom Fiddle der Drache gemacht wird. Sag mal, seid ihr eigentlich alle frech oder was? Das, weißt du, da wollen die mich hier, die wollen mich sowas von killen, ey. Was habe ich denen getan? Was habe ich denen getan, dass sie mich so nicht mögen? Ich bin doch nur hier der Gärtner in der Kluft. Ne? Gärtnerin Zyra. Gut, aber wir carryen gerade das Spiel extremst hart. Ne? Und es ist aber immer noch ausgeglichen. Sprich, das Game ist noch nicht durch. 10-13 steht das nur. Und von den Objectives her ist es eigentlich auch relativ ausgeglichen. Nur mit dem Unterschied, dass nach 20 Minuten ich schon ja, 3 Items voll habe. Ne? Ich könnte mir jetzt schon 4 Items sogar, wenn ich meine Boots dazu zähle. Und ja, dementsprechend bin ich halt so gefördert. Und wenn immer auch ein Jungle-Monster zum Beispiel stirbt, resetten halt meine Samen. Ne? Dementsprechend ist es halt auch so sweet, mit ihr zu jungeln, weil ihr permanent diese Samen zur Verfügung habt, um Pflanzen zu sehen. Ne? Und dann läuft das hier. Wie ihr seht, bekomme ich auch so gut wie gar keinen Schaden, wenn ich hier durch den Jungle durchlatsch. Ezreal, ja, dir gebe ich das mal. Ich helfe dir mal ein bisschen dabei. So, ich will jetzt einmal noch schnell das Item mir holen. Ich könnte theoretisch Morello haben, aber ich werde jetzt erstmal Rileys, Quatsch, Liandrys bauen. Denn Liandrys und Rileys sind immer noch die Core-Items auf ihr. Das war ja schon vor dem kleinen Rework, was sie hatte. Und das ist jetzt immer noch so. Ja, und der
Rengar hat auch Respekt vor mir. Oh, der Swain kriegt jetzt gerade aber ziemlich ins Gesicht. Und dadurch hat sie ihn leider zerledert. Hat er nicht aufgepasst. Schade. Gut. Ab in die Basis. Ab einmal shoppen. Und dann geht's auch wieder weiter in die Kluft. Haunting Guys ist mein Item. Ne, weil meine Pflanzen machen halt permanent die ganze Zeit Schaden. Und je länger ich halt im Kampf teilnehme, beziehungsweise die Pflanzen ja auch, desto höher geht auch deren Schaden. Und die Gegner können einfach einpacken. Nur, ich muss jetzt dementsprechend auch gleich defensiv bauen. Ein Hourglass wird Pflicht sein hier für das Gameplay. Alter, jetzt nimmt er einfach den Riftskaller mit. What the hell? Fiddle! Mann, ey. Ärgerlich, dass da Fiddle am Start war. Alter! Aber ansonsten geht der Gegner nur drauf gerade. Sehr schön. Sehr schön. Ja, da war leider hier Fiddle und ist rübergesprungen. Und ich konnte meine Combo nicht machen. Zumindest nicht vernünftig. Weil ich auch ge-CC'd wurde von Rakan noch mit seinem Ulti. Und dann Fiddle mit seinem 4 und seinem Silence. Das ist natürlich das, was Wunder wirkt gegen Syrah im Jungle. Wenn Syrah einmal gefüttert ist, ist sie echt übel. Aber dementsprechend schnell kann sie halt auch sterben. Aber mit dem Bild, den ich hier gehe, habe ich eigentlich relativ viel HP auch im Kit. Na, ich habe hier 700 zusätzliche HP am Start, die mir eben gerade sogar, wenn ich geflasht, wenn ich den Flash am Start gehabt hätte, hätte ich sogar überlebt noch eben. Na, das ist halt auch das Gute. Denn Schaden macht ihr eh genug. Na, eure Pflanzen ruppen halt richtig rein. Ihr habt kein unfassbar großes AP-Scaling. Die Werte sind jetzt nicht so prickelnd. Na, die liegen alle so bei 0,5 und 6. Aber mit Magic Penetration geht das halt redi ab. Wie ihr hier gerade in diesem Gameplay hoffentlich feststellen könnt. Okay, den W zu leveln ist absolut GG, weil das bringt einfach nur Cooldown Reduction. Das bringt gar nicht wirklich viel mit. Das ist gewardet. Ah, die platzieren hier die Wards. Aber ansonsten ist hier gar nichts gewardet auf der Map. Ne, sieht nicht so aus. Malphite baut immerhin Tanky. Na, das heißt, der kann auch sehr, sehr viel einstecken, bevor der down geht. Ich möchte auch, dass mein Ezreal ein bisschen stärker wird. Ich lasse ihn einfach mal den Farm. Weil ich bin eh fat as hell. Fit as fuck. So, dafür habe ich den Flash. Damit ich einmal schnell mein Ulti casten kann und dann den Fiddle einfach mal zerstöre. Richtig zerstöre. Ich weiß, dass Zed hier irgendwo ab rumkaspert. Der kommt gleich von hinten oder sowas. Deswegen schleudere ich gerade nicht meine Spells raus. Ah, da ist er. Ha! Hat er gut gedodged. Oh Gott. Was war das? Wieso ist jetzt der Ulti von ihm ausgelaufen? Aber wahrscheinlich, weil er wirklich vorbei war. Okay. Na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Und ich werde in der Zeit hier den Blue Buff mitnehmen. Ich kann jetzt auch mein Item ausbauen. Was sehr, sehr sweet ist. Einmal komplettes Schild weg, bitte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich in meinen Jungle begeben möchte. Ich werde lieber einmal recallen und Items kaufen. Und dann kann ich auch... nee, ich muss los. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch 50 Goldstücke abwarten. Ich hätte wahrscheinlich noch ein Camp mitnehmen sollen. Das ist hier aber gerade leider erst gespawnt, das Wolfscamp. Ich weiß halt nicht, wer sich hier oben rumtreibt. Rengar war hier oben. Zed rannte auch noch irgendwo auf der Map rum. Auf jeden Fall bekomme ich jetzt mein Level 16, was mein Ulti dann auch nochmal stärker macht. Ja, nochmal schön Schaden hoch und Cooldown runter, was sehr, sehr geil ist.
Ah, fuck, jetzt habe ich meine... Oh Gott, ich stehe gerade jetzt überhaupt nicht gut. Ja, kurz den Assassin ausschalten. Na, wenn der weg ist, der gute Rengar, dann gibt's ja auch keinen. Nix Problemski. Ja, den haben wir ja auch. Wunderbar. Oh, schade, ich habe leider keinen Assist bekommen. Meine Pflanze war schon am Spucken, aber leider das nicht ganz hingehauen. Wir können den Inhibitor einnehmen. Drei von denen sind sogar noch 10 Sekunden tot. Und die Wave kommt sogar gerade. Außerdem sind Pflanzen da, die auch als Ablenkung dienen. Es sei denn natürlich, meine Pflanzen greifen gegnerische Champions an. Dann gibt es auch ein Problem. So, meine kleinen Pflänzchen können genug Schaden verursachen. So. Okay, nach Platin absteigen? Wieso soll die nach Platin absteigen? Also wirklich. Danke. Danke für den netten Leash von dir, lieber Rengo. Morello. Nee, Morello brauche ich jetzt nicht. Dafür heilen die einfach noch nicht genug. Hourglass ist das Maß aller Dinge. Wenn ein Ulti von Zed auf mich raufkommt, dann bin ich halt unverwundbar. Ah, ich farm trotzdem noch ein bisschen. Nee. Lieber einfach sicher spielen, ne, das Item kaufen, den Vorteil nutzen und dann wieder nach vorne blicken. So. Item kaufen. Ab aufs Feld. Better Jungler wins. I know. He's so useful. Danke. Alter, wenn die nicht panisch da rausgeflasht wären, der hätte meine... Sag mal! Frech. Einfach nur frech. Ne, mich hier zu engagen. He's so useful. Ja, jetzt sehen wir ja, wer useful ist, ne? Da wollte er all in auf mich raufgehen. Ich hatte Hourglass. Ja, Pech. Kannst mich halt nicht killen. Bruder muss los. Oh, das ist nicht gut. Wir haben jetzt hier... Oh, nee. Bruder muss los. Hier, mach keinen Scheiß. Last recall, then we can end. Wir können gleich beenden, wenn wir... Always nice. Ja, Zyra ist gut im Jungle. Mann, das ist nur, weil ihr das halt nicht begreift. Weil eure Hirne das nicht verkraften können. Dass ein Jungler einfach, nur weil er unter der Jungle-Kategorie im Champion Select auftaucht, nicht nur als Jungler funktionieren kann, sondern halt auch als Top-Laner. Und genauso ist das auch als Supporter. Da geht das halt auch. Ne? Ihr könnt mit Zyra locker jungeln. Ihr habt jede Menge Damage-Potenzial. Ihr seid... Ah, warum habe ich mein Ulti so spät gezündet? So geboostet! Ja, das war derbe geboostet von mir gerade. Da hätte ich den Kill auf Zed locker gehabt, wenn ich meinen Ulti einfach früher gezündet hätte. Ich hätte auch gedacht, dass er einfach früher schon wieder zurückswappt. So, ich kaufe mein Hourglass, denn Hourglass, habt ihr gesehen, das bringt gerade am meisten, um zu swappen, um sich wieder sicher zu fühlen.
So, und Hourglass ist dann richtig, richtig sweet. Und ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier in irgendeiner Art und Weise vom Gegner vernichtet werden. Wir haben die bessere Team-Kombo, eindeutig. Ich meine, alleine der Malphite ist auch stark wie sonst was. Ah, die Ward kriegen noch mit. Sehr gut. Können wir machen. Ich meine, ich habe so viele Pflanzen. Ich muss aufpassen, wo hier gerade der Fiddle abhängt. Ah, da ist er. Okay, jetzt habe ich ihn gesehen. Dann... ich gehe einfach mal mit. Mal sehen, wo ich rauskomme. Okay. oh, doppelte Verteidigung, ey. Auch mit Jump Kench noch am Start. Oh, ich glaube, der Zed, der das eigentlich auch nicht schlecht spielt, ne? Kann man nicht anders sagen. Der spielt das nicht schlecht. Muss sowas von getiltet sein, der Gute. Ah, ich krieg die ganze Zeit Aggro, weil meine Pflanzen einfach so aggro sind. So. Ja, könnte ich knicken. Ah, oh, nee. Wie aggro die auf mich sind. Hört mal bitte auf damit. Okay, ich weiß, was ich mache. Ich pushe einfach die Botlane, sodass die auch reinkommt. Und ich hier... Oh Gott, jetzt habe ich das Problem. Ah, da kam Zed rein und hat mich leider zerledert. Kein Hourglass. Trotzdem aber jede Menge Pressure verteilt auf der Map. Der Swain schreit. Er steht einfach da und zerreißt die Gegner. Oh, schöner Zone. Oh, schön, wie alle Abilities vorbeifliegen. Oh, da kommt Malphite. Malphite macht den Play seines Lebens. Ah, ne, hat er nicht. Kein Ulti. Er hat kein Ulti, leider. Bruder muss los. GG, Bruder muss los. Das war Zyra im Jungle. Ich würde sagen, wir könnten es gar nicht, hätten es gar nicht besser demonstrieren können. Zyra im Jungle ist ein Secret Pocket Pick. Kann ich auch nur sagen, wenn ihr damit spielen könnt und ihr wisst, eure Pflanzen zu verteilen, dann könnt ihr die Gegner zonen und jede Menge Schaden verursachen. Wir sehen uns in der nächsten Episode, Leute. Haut rein!